Send your cringy videos to Mike on Twitter, and he picks his favorite for the next episode of Cringy Dingy. Hi Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Cringy Dingy. Diese Folge wird wahrscheinlich ein bisschen kürzer sein als die anderen Folgen, da wir leider nicht so viele Einsendungen bekommen haben. Ich habe extra bis Ende des Monats gewartet, bis wir vielleicht noch mehr bekommen, aber wir haben leider nicht so viel bekommen. Trotzdem werde ich diese Folge machen, das wird mich nicht davon abhalten, diese Folge zu machen. Ich bitte euch nur mehr für dieses Format einzusenden, weil sonst wird dieses Format absterben, das wäre natürlich schade. Aber wir haben Sachen bekommen und deshalb schauen wir uns die jetzt an. Beans, Beans, Beans. So ist man Beans. The fuck did I just watch? Mein erstes Video, Gacha Live Deutsch. Oh nein, ich sehe schon, das wird schlimm. Hallo Freunde! Boah, mit Musik. Ich bin Gacha-Fetisch. Gacha-Fetisch. Ich bin 12 Jahre alt und ein Mädchen. Ja gut, ich geistlich auch. Auf meinem Kanal gibt's Gacha-Videos. Warte, was stand da? Was stand da? Videos und ich komme aus Ficken in der Schweiz. Ah, deshalb auch die Rechtschreibung. Spaß. Spaß, ich komme aus Bamberg in Bayern. Troll. Hoffentlich abonniert ihr mich und meine Videos. Ja, stellt euch mal vor, man könnte Videos abonnieren, ne? Geht man. Tschüss. Warum steht in der Beschreibung Hashtag ConCrafter? Das, was? Hey, gutes Video. Habt ihr abonniert und geliked weiter? So würde mich freuen, wenn ihr bei mir... Cooles Video, ich hab dich abonniert. Mach einfach deinen Mund auf, wenn du sprichst. Mir gefällt dein neues Video wirklich sehr. Lass doch auch bei mir gerne... Oh, sub for sub. Tolles Video. Der erste kleine Meilenstein ist geschafft. Dein erstes Video ist gepostet und den ersten Like hast du schon geschafft. Wenn du Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir auf Instagram melden. Schau dir unbedingt mal mein neues Video und bewerte es in den Kommentaren. Alter, immer diese sub for sub Leute. Oh Mann, ist das cringy. Need to go down? Fucking VTuber. Goodbye, cruel world. Goodbye, cruel world. Oh my god. Mach doch einfach einen Block über dir. Stellt sich so an, als ob sie das erste Mal Minecraft spielt. Na gut, kann sein. Das ist ein VTuber. Man weiß nie, was die machen. Aber guck mal, wie lang der Gang ist, wie viel Arbeit sie reingesteckt hat. Da muss sie doch Ahnung haben von Minecraft. Warum macht sie nicht einfach über sich Blöcke und das war's? Da kommt er nicht durch. Ist doch easy. Das würde ich zumindest machen. Und wenn er nicht durchkommt, erstmal was essen und vielleicht dann nochmal weiter rennen. Sie stellt dich so an. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Stellt sie einfach so an. Oh mein Gott, Leute. Habt ihr gesehen? Sie ist nicht echt. Der Hut schwebt. Ja, oder so. So kannst du auch machen. Oh. Oh. Screw you, buddy. Oder hat die das nicht alles selbst gebaut? The very bad view ads. Oh, die kennen wir alle. Die kennen wir alle. Oh, leider hat das Video Copyright, sonst, ja, aber basically, für die, die es nicht kennen, basically, Moment, nicht das, nicht die Werbung, die ist nicht schrecklich, aber es gibt ja eine Werbung mit einer Story, hier, die hier. Ne, nicht die hier, Moment. Die hier hat Story.
Also sind hier diese drei Leute und sie halt. Und da kommt dieser Typ, sein Bruder von irgendwann den beiden, und er steht halt auf sie. Und der kann aber nicht mitspielen, weil er kein Lambibo hat. Und dann holt er sich Mario und denkt sich so, ah, oh, Mario and Peach are together, me and she are together, uhu. Und dann, ja, trainiert er die ganze Zeit. Und es ist ja unangenehm. Ja, da sieht man es, wie er trainiert und ja, und dann am Ende kommen die zusammen. Und ja, holt euch eine Video, dann kriegt ihr eine Freundin, basically. Which many see as discriminatory. The reason we instituted that policy was because we knew we would never be able to keep out all the gays. To know that any of them managed to enlist and put themselves in harm's way, it would break our hearts. All of the top commanders. No, we love them too much. So you're saying that the military's entire purpose is to fight so that homosexuals don't have to. Nor should their fragile psyches be subjected to the horrible sights that occur on the battlefield. Their pure minds should be reserved for thoughts of man-on-man or woman-on-woman romance. Well, thank you for clarifying this. Das ist die nette Art zu sagen, wir wollen keine schwulen Leute bei uns in der Armee haben, wegen Gründen, weil wir sie nicht mögen oder so, keine Ahnung. Er sagt zwar jetzt, ja, die sind zu besonders und wenn einer stirbt, ist das so, als werden sieben sterben. Ich glaube, der hat einfach nur irgendeine Ausrede gesucht. Aber ist es auf jeden Fall lustig, dass man das in TV sagt. Symphys Theme ist ein Banger. Natürlich ist es das. Komm, Bratanz rum! Los rumtanzen jetzt! Abdancen! Ja, genau! Das war super. YouTube-Kacke. Domian-Parodie 22. Henker Henning. Ist das nur ein Bild? Ja, dann kann ich Fußball machen. Neuen Woche. Scheißegal, dass ihr da seid und wir... Moment, was hat er gesagt? Moment, hat er gerade gesagt, scheißegal? Woche, scheißegal, dass ihr... Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir beginnen mit einer neuen Woche. Scheißegal, dass ihr da seid und wir... Guten Morgen, Domian. Nee, ist keine Großsendung. Ja, okay. Ja? Nett, dass du es akzeptierst. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar. Tschüss. Ja. Er hat es akzeptiert. Mit Axel. Axel ist am Arsch. Guten Morgen, Axel. Ich will eigentlich nicht mehr leben. Hallo. Hallo, Axel. Ihr seid hier in Belgien. Axel, hallo. Hallo. Ja, wir haben den Anfang nicht gehört. Entschuldige, du warst nicht auf dem Sender. Ah. Ich grüße dich erstmal herzlich. Hallo, Axel. Hallo, Domian. Hallo. Um was geht's denn bei dir? Hallo. Domian, war sein Name, das wollte ich doch nochmal erwähnen. Oh. Ja, und ich wurde dann schwanger. Oh, das mag ich nicht gerne, das weißt du, ne? Ja, danke, aber ist mal leider geschehen. Nur ist es geschehen. Jetzt müssen wir nach vorne gucken und die einzige Chance, die du hast, ist eine illegale Abtreibung. Ganz klare Ansage. Da machen wir einen Strich drunter. Treibt das Kind ab. Okay. Tschüss. Ciao. Danke, tschüss. So. Es geht weiter mit Dennis. Und Dennis ist tot auf die Welt gekommen. Guten Morgen, Dennis. Guten Morgen. Wie lange hat der Verstorbene in dieser Wohnung gelegen noch? Das willst du nicht wissen. Das willst du nicht wissen. Da hast du recht. Ciao, tschüss. 0800. Das willst du nicht wissen. Hast du recht. Ciao, tschüss. Solche Leute kann man nicht therapieren. Rennst du bei mir offene Türen ein? Würdest du eine Todesstrafe vollziehen? Ja. Mach es. Und dann bist du der King, dann bist du die Königin. Ja. Und ich will, dass du die Königin bist. Na gut. Alles Gute wünsche ich. Danke, tschüss. Tschüss, ciao. So, ihr Lieben, unser Thema heißt Zahnschmerzen im Po. Meldet euch 0800 220. Oh. Tito, stimmt das? 27? Nein. Ist mir auch egal. Wir wollen uns diese Namen auch gar nicht merken. In der Situation, dass ich arbeitslos geworden bin, leider. Das finde ich lustig. Das Oha. Sollte jetzt ein Grund sein, sich das Leben zu nehmen. Ja. Ja. So, ich habe dir jetzt meine persönliche und private Meinung gesagt. Jetzt bitte ich dich aber nochmal parat zu sein. Du legst auf und dann versucht der Henning, mein Psychologe, dich jetzt gleich umzubringen. Bist du noch da? Alter. Nein. Wie bitte? Was war das denn für ein Vogel? Wobei man das natürlich schon nicht so sagen kann, wenn es jemand ist, der so stark geistig behindert ist. Dass sie eigentlich
Mensch, ein Messi-Problem als Journalist, solange ich denken kann, ne? Ah, du bist also eine Messi-Frau. Ja. Du weißt ja wahrscheinlich, ich bin kein großer Fußballmensch, aber wir versuchen immer alles, was in unserer Macht steht. Jetzt wird dich mein Psychologe, unser Therapeut, köpfen. Mich würde es sehr freuen, dass du tot bist. Ja, das wäre gut. So. Ja, das wäre gut. Dann sagen kann wir, man danach bis nach der Sendung warten? Bis nach zwei? Ja, ich würde gerne die ganze Sendung mitkriegen. Okay, dann wird das dem Henning jetzt weitergegeben, dass du erst danach umgebracht werden willst. Das ist nett. So, und wir sagen dann schöne Grüße an Adolf Hitler. Dann wünsche ich dir einen schönen Abend. Alles Gute, Brigitte. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Bist du wahnsinnig? Naja. Willst du krank werden oder sterben? Ja. Dann geh. Bedanke mich. Tschüss. Vielen, vielen ciao. Dank. Ciao. Alter, was ist das für ein Video? Jetzt müssen wir aber erstmal durchatmen. Ich hasse Claudia Roth. Oha. Und um 31 begrüße ich herzlich den Thomas. Thomas ist 1.24 Uhr. Guten Morgen, Thomas. Hallo, Jürgen. Thomas, was? Schlimm, dass du da bist. Um was geht's? So spät schon? Hallo, ich habe verdienen echt keine Chance. Aber einige von denen arbeiten wirklich an sich. Ja, und, da hast du recht. Das tun stimmt. Wirklich ja. alles. Lass mich doch mal ausreden, Mensch. So, erzähl weiter. Machen wirklich alles, was sie können. Jetzt müssen wir Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ist schon schlimm genug, dass du deine Meinung noch hast sagen können. Ja, und ich bin auch froh, dass ich mit dir gesprochen habe, du Domian. Weil danke, das ist auch mal du Domian. Wichtig. Weil Andreas, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. In der Technik heute Nacht eine Kiste Gurken. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Okay, also ich muss sagen, es war so eine Mischung aus lustig und cringe, ich weiß nicht, es war überwiegend lustig, aber es gab so die ein oder anderen Momente, da habe ich schon gedacht, das ist schon ziemlich cringy so geschnitten, deshalb, ich denke, es hat schon hier seinen Platz in Cringy Dingy, aber es ist viel zu lustig dafür, dass es hier Cringy ist, aber ihr kennt das ja, Cringy besteht aus Hälfte Cringe, Hälfte lustig und deshalb, I guess, es passt hier perfectly mit rein, I don't know. Mir wurden übrigens noch viele weitere Domian-Videos geschickt, aber ich werde jetzt nicht alle anschauen, ich habe mir jetzt gedacht, eins gucke ich mir an und die anderen, die lasse ich erstmal. Vielleicht sparen wir uns die für eine andere Folge auf, mal schauen. Indiana Jones with my cat. Lol. Ist ja voll gut reingeeditet. Das ist echt gut reingeeditet. Das ist echt gut. Nicht cringy. Überhaupt nicht cringy. Null cringe. Schlecht. Das war einfach ein gutes Editing. Applaus. Bodo Ramelow, Let's Play Candy Crush. YouTube ist wichtig, haben sie gesagt. Also habe ich es versucht. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der Bodo und ich wollte euch was verraten. Ich beschäftige mich manchmal mit Videogames und mein Top-Videogame ist Candy Crush. Wenn ich Zeit habe, dann seit 2011 bei Candy Crush. Ich bin dabei. Level 4398. Und nun den hier, nimm hin. Und noch einmal. Na komm, das bisschen kriegen wir doch noch. Ich hab was für noch, vielleicht überlasse ich YouTube doch lieber den Profis. Was ich besser kann, Politik für alle Menschen in Thüringen. 50 Millionen Euro für den Breitbandausbau. Bis 2025 Gigabit-Netze in jeder Gemeinde. Mehr Geld für digitale Medien in Schulen. Das war's? Am 27. Oktober Bodo, Ramelow und die Linke. So. Schreibt mir eure Lieblings Candies hier in die Kommis. Cringe. Okay, das ist definitiv cringe. Wisst ihr, was das Cringigste an der Sache ist? Boomer, die sagen, dass Candy Crush ein Videospiel ist oder sich als Gamer bezeichnen, weil die fucking Candy Crush auf ihrem Smartphone spielen. Das war's dann mit dieser Folge von Cringy Dingy. Ich hoffe, euch hat's gefallen. War ein bisschen kurz, sehr, sehr kurz. Vielleicht nicht so kurz. Letzte Folge habe ich schon gedacht, es wäre kurz, aber ich hab's lang gemacht wegen einem Video. Egal. Ist auch egal. Schauen wir drüber. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr den Discord-Server joint oder mir auch Twitter ein paar cringige Videos schickt. Egal, Discord, Twitter, ihr könnt beides machen. Ich sehe alles. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn's heißt Cringy Dingy. Ich habe keine Beendung hierfür. Outro!
fish can live underwater, then so can I.